Wir sind jetzt auf dem Weg zum Café und dann werden wir da ein bisschen lernen, da unsere Vorlesung haben, weil wir einfach gestern voll das schlechte Wetter hatten und dann waren wir quasi den ganzen Tag gefühlt nur zu Hause oder im Regen. Ach so, man sollte vielleicht erwähnen, dass wir ja umziehen. Also wir sind nur noch ein paar Tage da und dann ist das Café natürlich auch deutlich weiter weg. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall auch noch nutzen, weil die liebe Imke, die hat ein super, super cooles Café entdeckt. Und ich habe mich richtig verliebt. Ich fand, das ist jetzt auch ein besserer Kaffee als der in Merida. Also in Merida hatten wir schon mega, mega coolen Kaffee. Ja, der ist voll lecker. Normalerweise trinke ich keinen Kaffee, aber da trinke ich Kaffee. Und das heißt schon was. Also ihr müsst euch vorstellen, jeden Morgen sind wir so voll die Kaffee-Junkies. Ja, richtig. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und die Imke so, nee, danke, ich trinke lieber einen Tee. Und in dem Café bestellt sie sich immer Kaffee. Zweimal sogar. Also, es heißt schon was. Und ich muss halt wirklich sagen, das ist einer der besten Kaffees, die ich getrunken habe. Ich feiere es richtig. Da sind wir gerade so vorbeigelaufen und dann sagen die Mädels, dass da Bananen sind. Da sind einfach Bananen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe im Plural gesprochen. Ich habe gesagt, die Mädels. Das liegt daran, weil eine mehr negativ ist. Und jetzt sind wir in der negativen Überzahl. Und jetzt können wir tatsächlich etwas machen. Zu dritt. Und ja, wir können ja die liebe Dame mal kurz interviewen, wenn sie gleich soweit ist und ihr Foto hat. Ja, hast du ein Foto? Perfekt. Ja, liebe Heike. Du musst uns noch sagen, wie fühlst du dich als frisch gebackene Negative und... Frei! Endlich frei! Ja, oder? Ich hab's überstanden. Geil! Hast du Joghurt? Nee, Eis. Ja, aber brauchst du Joghurt? Nee, brauchst du Eis. Ist einfach nur Eis. Ich finde, der erste Eindruck ist richtig, richtig cool. Ja. Übel, also das sieht richtig, richtig schön aus. An meinem Bikini-Oberteil. Moment. Oh mein Gott. Oh, diese Welle. Oh mein Gott. Das ist so schön, jetzt endlich wieder im Meer zu sein. Und ich finde das auch sehr cool, dass wir, obwohl jetzt nicht so das Bombenwetter war, trotzdem alle zusammen zum Strand gegangen sind. Also alle, die halt gerade negativ sind. Gebt euch bitte mal dieses Wasser. Also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt auch nicht runterguckt. Das ist halt richtig klar. Da ist die liebe Imke. Warte mal, wer gerade fast seine Bikinihose verloren hat wegen der Welle. Halte sie jetzt fest. Halte sie jetzt fest.
Ja, du musst das Licht jetzt anmachen. Ich wollte dir gerade zeigen, dass du braun geworden bist. Bei dem Licht sieht man das nicht so gut, aber du bist braun geworden. Ja. Hast du Schlüssel? Ja. Ganz, ganz sicher? Ja. Grüner? Ja. Okay. Das passiert nicht nochmal. Wir werden jetzt in unserer neuen Wohnung, wir sind jetzt nämlich umgezogen, wozu ich morgen noch etwas sagen werde. Wir werden jetzt aber das erste Mal unseren Pool aufsuchen. Wir haben hier nämlich einen Pool. Ich habe einfach keine Schuhe angezogen. Ich sehe das auch einfach gerade gar nicht ein, dass ich Schuhe anziehe. Ich habe die krassesten Blasen ever auf meinen Füßen. Und ich werde jede Sekunde nutzen, dass diese Blasen weggehen. Und dann werde ich keine Schuhe tragen. Ich war eigentlich gar nicht so krass dafür, dass wir irgendwo hinziehen, wo es einen Pool gibt. Weil ich mir so dachte, insofern es da irgendwie ein Meer gibt, dann ist es eh egal. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr angetan von der Idee, dass wir einen Pool vor der Tür haben. Also wir haben hier so eine Chill-Ecke und wenn wir uns jetzt hier so rumdrehen, dann ist hier der Pool und der sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ich gestehen. Ich glaube, ich mache das genauso, wie du es hingelegt hast, dass ich das Rechte probiere mit Mandarine. Ja, doch, glaube ich schon. Mach einen Boomerang. Okay, und wir stoßen ins Okay, Bild rein. Bist du soweit? Ja, drei, okay. Zwei, eins. Probier. Okay. Passt? Ja, ja. Kann machen, oder? Kann machen. Doch, doch. Ja. Geht. Oh mein Gott! Oh, Bibi! Oh, hallo! Halber Herz und Verkatze. Oh, hallo! Okay, jetzt bin ich überzeugt. Ich bin richtig überzeugt, es gibt hier eine Katze. Es gibt hier eine Katze. Zwei. Minimum zwei. Oh, scheiße, aber ihr drei. Du hast recht. Oh mein Gott, du kleine Süße. Oh. Oh. Ich schmelze, Mann, ich schmelze. Oh. Die macht einen Milchtrick. Oh. Die ist so süß. Ich schmelze. Oh. Die sind einfach auf meinen Schoß gesprungen. Einfach so. Ich bin hin und weg. Hin und weg. Und wir haben Haustiere, oh mein Gott. Oh. Was für ein süßes Baby. Wir haben eine neue Freundin. Habe ich schon gesagt, dass die Dame verrückt ist? Du bist richtig verrückt. Unnormal kalt und windig. Und ich friere. Und dir geht einfach ein Sache aus. Und jetzt überlegen, ob ich auch ins Wasser gehen will. Ich weiß noch nicht, weil es ist wirklich kalt. Ich weiß nicht, ob die Gänsehaut hier weht. Nein, die Katze vermisst mich schon. Ich kann ja jetzt hier reingehen, oder? Kleines süßes Bibi. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Versprochen. Wir machen das jetzt. Wenn Heike das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Oh mein Gott, ich sterbe mit dieser Katze. Guckt euch an, wie süß die ist. Die geht mir einfach nach. Ich wollte doch ins Wasser. Das habe ich jetzt eine Ausrede. Okay, ich werde ins Wasser gehen. Nur für einen kurzen Moment. Dann komme ich zurück. Ich rede ja mit der Katze gerade, es wird euch, tut mir leid. Aber die ist eine Katze. Und die mag mich. Die erste Stufe. Eieiei, okay. Erste Stufe. Okay, geht noch. Ich glaube, das sind noch zwei Stufen. Kann ich hier noch stehen? Minimal auf 10 Stufen. Okay, okay. Also das Haus auf 10 Stufen? Okay, nee, weil dann. Oh, diese kleine süße Katze chillt neben meinen Klamotten. Okay, ich gehe kurz runter. Und dann nehme ich die Katze. Dann schwimme ich, glaube ich, noch mal kurz eine Runde. Dabei kann ich euch nicht mitnehmen, weil ich kann hier nicht stehen und dann will ich nicht die GoPro versenken.